Hallo zusammen, heute mal wieder Neues von Pascal und seit langer, ja ziemlich langer Zeit befinden wir uns mal wieder hier auf meinem schönen Hof in oder auf der Karte Swiss Touch und ich befinde mich jetzt gerade hier auf meinem Haupthof. Ich muss euch kurz etwas erklären. Und zwar habe ich ja schon zwei, dreimal angedeutet, die Videos sind auch abgedreht sozusagen und geschnitten und bereit zum Hochladen. Ich habe ja mal ein Projekt gestartet oder zumindest davon gesprochen, irgendwie mit Tierhaltung. Das heißt, ich wollte ja wissen, wie es sich verhält, wenn nur gleiche Tiere auf einem Hof sind oder wenn da gemischte Sorten sind, zum Beispiel Kühe, wenn da nur braun-weiße sind und nicht irgendwie noch schwarz-weiße oder mit Horn, ohne Horn und so weiter. Also wie es sich verhält mit der Produktion bzw. mit der Vermehrung und so weiter und so fort. Um das geht es eigentlich auch in diesen vier Videos, aber leider habe ich keine großen Vergleiche. Das heißt, das Projekt sozusagen ist gescheitert an dem, dass ich keine Messwerte habe oder keinen Vergleich zu vorher, nachher. Das heißt, ich hätte eigentlich vorher mal so 4-5 Wochen spielen müssen, dann aufbauen und so weiter und jetzt wieder 4-5 Wochen durchspielen und das Ganze beobachten. Ich muss hier aber ehrlich sagen, vorher habe ich es nicht gemacht, weil ich nicht dran gedacht habe. Ganz einfach. Und jetzt im Nachhinein ist es mir auch ein bisschen zu doof. Das heißt, das Experiment sozusagen kann ich nicht abschließend verwerten, aber ich kann euch sagen, es funktioniert. Ich habe keine Daten, die ich beziehungsweise die ich grundsätzlich erklären kann. Ich kann euch nur kurz hier etwas zeigen. Seit dem letzten Video, also das heißt, ihr müsst natürlich jetzt vorstellen, das hier hätte eigentlich das letzte Video sein sollen, aber wegen der Erklärung und alles stelle ich es jetzt als erstes dar. Und die anderen sind halt einfach nicht als Projekt zuzuschauen, sondern halt eher so als Unterhaltung und den Rest, den Inhalt zum Teil, wird halt dann einfach vergessen. Man kann sehen, oder wenn man halt dann das andere Video gesehen hat, habe ich hier bei der großen Kuhweide, das ist die neue Kuhweide, die wir jetzt dann gleich besuchen gehen werden, habe ich eingestellt 15 Tiere. Und mittlerweile sind es tatsächlich schon 16, also es hat schon eines gegeben. Alles ist da und die Reproduktionsrate, alles ist trotzdem noch sehr hoch. Obschon dort jetzt wirklich nur noch eine Rasse Tiere sind, das kann man hier schön sehen, also Kuh, braun und weiß, so wie sie hier auf dem Bild abgedruckt ist oder abgebildet. Von daher, und hier habe ich zum Beispiel bei diesem Kuhstall hier auf dieser Seite hier auf dem Hof Ambach, der andere ist ja der Hof Oberburg, wenn man davon spricht, damit ihr wisst, was ich meine. Hier sind es 25 Stück, da geht die Reproduktionsrate auch fast ins Gleiche, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, ich habe keine großen Vergleiche zu vorher, nachher und es ist mir einfach ein bisschen zu doof, wenn ich da nicht richtig spielen kann, sondern mich auf eine Statistik achten muss und so weiter und Notizen machen. Deshalb, Leute, verzeiht mir bitte, aber das Projekt scheitert in diesem Sinne. Die Videos werden trotzdem hochgeladen. Also jetzt heute ist der 29. Dezember. Ich werde schauen, dass diese Videos ich muss gerade überlegen, wie ich die hochladen. Ja, ich weiß nicht, ob es für dieses Jahr noch reicht. Ich werde sie auf jeden Fall mal auf die Pipeline setzen bei YouTube und dann sehen wir dann, wann ich sie freischalte und wann nicht. Vielleicht alle gleichzeitig, vielleicht auch stündlich oder täglich ein weiteres Video. Ich muss mal schauen, wie ich das jetzt letztendlich handhabe. Aber wie gesagt, entschuldigt mich, das Projekt so indessen ist gescheitert oder werde ich so nicht weiterziehen, zumindest nicht in dieser Serie. Ich werde vielleicht dann mal einen Bericht einblenden in einem anderen Video, aber ich habe wieder Lust, ein bisschen normal zu spielen und nicht immer so auf die Zahlen zu schauen und weiß Gott was alles. Von daher, sollte es wieder reguläre Videos geben und nicht da irgendetwas versteckt und so weiter, weil ich an einem Projekt bin. So, apropos Projekt. Wir
Jene, die mir eine Karte kennen, die wissen das. Aber trotzdem zur Erinnerung, aktuell sind wir ja hier, diesen Hofbereich oder diese Kartenbereich oder Stadt- oder Dorfbereich habe ich ja getauft Ambach. Und unser Szenario befindet sich momentan hier drüben. Man sieht, ich habe schon wieder aufgebaut. Das ist der Hof Oberburg, hier diese Gegend. Also von daher, wir fahren jetzt zu diesem Hof. Also aktuell sind wir noch da und wir fahren jetzt zu diesem Hof. Und dann sehen wir weiter. Dazu nehmen wir mal diese alte Karre da. Ein schöner alter Lada ist das. Ich muss euch so ehrlich sagen, ich hätte gerne so ein Auto, so ein Zweitauto für manchmal ein bisschen Touren zu machen oder so, einfach als Plausch. Aber ja, leider sind dann auch da trotzdem Versicherungen sehr hoch, Reparaturkosten, Service, alles muss man auch immer dazu rechnen. Man muss auch den Platz haben, also ich habe auch nicht 20 Parkplätze. Hä? Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte mal einen Peugeot 106, den Rallye. Wirklich eine Bombe, eine Klasse, eine seltene Sorte, muss ich ehrlich sagen, aber ich hätte ihn dann stellen müssen, prüfen müssen und wären relativ viele Reparaturen angefallen damals und dann habe ich ihn leider schweren Herzens draus getan und ich habe ihn dann auch noch verkaufen können, aber ich muss ehrlich sagen, ich traure heute noch diesem Auto nach, so ein altes, praktisches, kleines Auto können für einen Plausch und so, wirklich geil. Also, jetzt, ihr werdet sehen, je nachdem, ich hoffe, ihr schaut die Videos, halt dieses hier jetzt als erstes, was eigentlich das letzte sein sollte normalerweise, und dann beginnt am besten beim ersten Video halt, oder beim zweiten, je nachdem, wie man sehen will, und dann schaut sich chronologisch, damit ihr auch versteht, was ich eigentlich wollte, was ich eigentlich, ja, was meine Idee war, und damit ihr den Aufbau und so weiter versteht, warum es so weit gekommen ist, wie es jetzt ist, was ihr dann gleich sehen werdet, ja? Das wäre mir relativ wichtig, damit ihr versteht, also den Werdegang und so weiter versteht. Und ja. Also, ihr kennt vielleicht diesen Ort noch, ich war lange nicht mehr da. Doch, ich war natürlich schon da, aber nicht mit euch, nicht in Videos. Ich weiß gar nicht, habe ich Landwirtschaftssimulator-Videos gemacht letzthin? Glaube ich wenig oder bis kaum. Vielleicht zwischendurch mal so ein Kurzvideo, so eine Oldtimer-Fahrt oder so, irgendetwas habe ich, glaube ich, mal gemacht. Oder dann von LS17 habe ich ein, zwei Videos, glaube ich, hochgeladen. Aber das war es dann, glaube ich, auch schon. Und hier sieht man auch schon, habe ich schon angefangen etwas zu bauen, da bin ich noch dran. So, und hier sind wir. So. Also hier sind wir jetzt im Oberburg-Quartier sozusagen. Diesen Teil kennt ihr ja noch, das ist immer noch das Lager, das bleibt auch so, da werde ich nichts dran ändern. Vielleicht hat es ein, zwei Änderungen gegeben, ich weiß gerade nicht der Stand vom letzten Video oder von den letzten Bildern, die ihr gesehen habt, aber grundsätzlich ist es eigentlich immer noch fast gleich. Ich habe, glaube ich, noch damals erzählt, dass ich das Haus drüben, das alte Wohnhaus, vermietet habe. Ja, da zum Beispiel die Karre, die hatte ich ja dort drüben, muss ich umplatzieren und so weiter. Und sonst, ja, ich glaube, da hatte ich noch ein Video gemacht damals vom Wohnhaus, was vermietet wurde mittlerweile und so weiter. Ja. So, und hier seht ihr jetzt, also wenn ihr jetzt dieses Video seht, ist klar, der neue Bereich. Hallo und herzlich willkommen. Nein, also wie ich habe gedacht, hier, das ist so eine schöne Gegend. Meine Idee vor einem knappen Jahr war ja eigentlich umzuziehen, also bin ich ja auch dort, wo wir jetzt gerade angefangen haben, im Ambach drüben. Und diesen Teil hier, ich nehme mal die Karte, also umgezogen von hier nach
da drüben. Hä? Und ich wollte ja eigentlich diesen Teil hier verkaufen, damit wir uns eher da drüben konzentrieren und nicht durch die ganze Karte fahren und uns bewegen müssen, sondern dass wir ja relativ trotzdem genug Futter, genügend Feld und so weiter haben, aber nicht allzu viel. Und ja, ich habe übrigens auch einige Felder schon mit Gras angesät, zum Beispiel hier unten, da macht es wirklich keinen Sinn, hier irgendwie eine Getreidesorte oder etwas anzusehen. Und es sind noch zahlreiche hier zum Beispiel auch, und es werden noch weitere folgen. Also ich werde nicht mehr 15 Felder mit Weizen haben, 30 Felder mit Gerste, sondern vielleicht ein, zwei Felder pro Fruchtsorte, je nachdem, wie stark diese Fruchtsorte auch angewandt wird. Also das heißt, ich brauche sicher Stroh, ich brauche zum Beispiel Gerste für, nicht Gerste, Hafer für Pferdefutter und so weiter und so fort, Sojabohnen für die Schweine. Also da werde ich dezent ein bisschen die Sachen ansehen und nicht mehr planlos jedes Feld einfach besehen und bepflanzen, ohne dass es dann gebraucht wird. Und heutzutage ist es auch so, wir haben ja Verkaufsstellen, so wie hier zum Beispiel oder hier oben beim alten Lager oder beim neuen alten Lager sozusagen, habe ich auch eine Verkaufsstelle. Wir können Getreide kaufen, wir können Stroh ankaufen, sei es beim Händler oder neuerdings eben auch bei diesen Verkaufsstellen. Und daher ist es nicht mehr gefährlich, dass es dann im Winter irgendwie zu einem Engpass kommen wird, was ich nicht hoffe. Also das Ziel ist es, so wenig wie möglich produziertes Futter anzukaufen, aber wenn es dann sein muss, dann muss es halt sein. So, also wie gesagt, die Idee war eigentlich mal hier den Hof 2 oder eben hier Oberburg zu verkaufen und dann hier einen Schlussstrich zu ziehen, aber ich habe dann gedacht, es ist trotzdem noch relativ ein schönes Gebiet hier, es hat auch einige interessante Felder drumherum, warum da nicht ein bisschen etwas aufziehen? Und mein Ziel war es eigentlich nur noch Kühe zu halten hier. Und mittlerweile, muss ich ehrlich sagen, habe ich den Hof wieder ein bisschen mehr aufgebaut als gewollt. Aber man muss ganz klar sagen, das ist wirklich nur als Nebenverdienst. Also hier die Tiere, die werden produziert und zum Teil dann auch verkauft. Oder eben je nach Platzmangel und so weiter. Aber drüben ist natürlich schon das Hauptgeschehen. Und hier, das ist einfach sozusagen, weil man halt das Land noch behält, ja, sozusagen, damit man die Pacht nicht verliert oder was auch immer. Das ist jetzt eine Geschichte, vergesst es. Aber ihr versteht hoffentlich, was und wie ich es meine. So, also ich stelle euch diesen Hofteil mal kurz vor, damit ihr auch ein bisschen zurechtkommt und seht vor allem, was wo sich befindet. Nein, die wollte ich jetzt nicht. Also, ihr kennt noch den... Ich muss vielleicht mal hier anfangen... Ihr kennt noch diesen Teil da. Also auch hier, das habe ich ja alles angesät. Das seht ihr in anderen Videos, das ist klar. Bäume weg und so weiter. Also man ist ja hier hochgekommen. Hier waren Maschinenhallen und so weiter auf diesem Platz. Und hier links davon, irgendwie etwa hier, war dann der Kuhhof. Hier, glaube ich, irgendwo war das... Ich weiß doch nicht mehr genau, wo das Wohnhaus hinten, da sind die Silos gewesen. Pferdestall war hier ganz drüben. Dann hatten wir irgendwo mal Schweine. Wir hatten irgendwo, ich glaube da hinten irgendwo waren die Schafe und so weiter und so fort. Also man sieht noch ungefähr ein bisschen, wie was gewesen ist. Sonst schaut mal die alten Videos oder Filme oder Bilder von mir an. Und wie gesagt, das habe ich alles abgerissen. Das seht ihr dann in den anderen Videos von diesem Projektteil. Und von daher nur, damit ihr kennt ein bisschen, von wo wir sprechen. Also hier fährt man unten vom Dorf rauf. Hier unten ist der Händler da irgendwo. Dann kommt man hier rauf und das ist dann eigentlich die Einfahrt. Wie gesagt, alles ein bisschen anders jetzt hier. Und dann kommt man hier nach hinten. Das da, die Werkstatt, die habe ich noch provisorisch hier hingestellt. Die wird dann auch noch einen anderen Platz wahrscheinlich finden. Und vielleicht bleibt es auch gerade so. Es ist eigentlich relativ egal. Und dann ist hier quasi die Hauptzufahrt oder die Einfahrt zum Hof, zum Hofgelände. Hier sieht man noch vom Bauen her oder von alten Sachen, die
Die Bauleute haben da noch ihre Znüni-Flaschen, ihre Weinflaschen, PET-Flaschen, alles liegen gelassen, wahrscheinlich noch Tomatensauce oder was auch immer, keine Ahnung, was da alles ist. Nein, das ist und bleibt wahrscheinlich einfach da, das sieht so einfach ein bisschen lebendiger aus, wenn man so irgendetwas hat auf den Höfen. Ich mag das und das sieht so aus wie gebraucht und trotzdem nicht und trotzdem ist es halt da. Dann hier links, das ist die Heubühne oder das Heulager. Also auf dieser Seite kann ich das raus in den Wagen befördern oder in die Kippschaufel und hinten dran sehen wir nachher dann, wird es eingelagert oder eingefüllt. Dann hier einfach eine Lagerhalle, eine Maschinenhalle. Hier habe ich im Moment hier den Traktor, den habe ich seither immer noch. Also den brauche ich da auf dieser Seite im Sommer zum Grasen. Oder zum Heuen, wenn ich auf dieser Seite dann mal heuen muss. Und ja, jedes Fahrzeug dient auch für andere Sachen, zum Beispiel Kipper befüllen und so weiter, im Winter sowieso. Und im Sommer haben wir dann eher fixe Aufgaben für jedes Fahrzeug. Hier diese, die gehen dann im Sommer wieder aufs Feld, das ist zum Grasen, die bleiben dann wieder fix auf dem Feld. Jetzt im Winter sind sie halt hier gelagert, hier gibt es noch einen Durchgang. Hier ist noch eine leere Halle im Moment. Da habe ich noch nichts drin. Da kann ich gar nichts reintun. Okay. Entschuldigung. Ja. Das ist diese Seite. Dann hier habe ich im Moment nur ein Förderband drin. Das brauche ich dann wieder zum Mist befördern oder sonst Getreide, sonstige Sachen, je nachdem. Und hier auch eine Lagerhalle, die habe ich leider nicht ganz geschlossen hier, aber das macht nichts. Da ein Glas mit dem Kipper drauf oder dran im Moment. Auch hier diese Halle, wie gesagt, der ist normalerweise da drin verstaut. Dann habe ich hier das zweite Teil vom Förderband, wenn ich Mist transportieren möchte oder sonst irgendwie Körner oder was auch immer. Und wie gesagt, hier auf dieser Seite wird das Heu oder das Stroh abgeladen und somit dann im Lager eingelagert. Hier, das ist das Getreidelager, also hier kann ich zum Beispiel auch Futter einlagern, verschiedene Fruchtsorten, kann die auch dann wieder rausnehmen, das kennt man ja von drüben beim Ambach, habe ich ja auch so eine Lagerhalle, sei es Hafer, sei es Körner, sei es Mais, was auch immer, Sojabohnen für die für die Schweine zum Beispiel, Mischration für die Kühe und so weiter und so fort. Und hier, das ist einfach eine leere Lagerhalle, die wird dann irgendwann mal befüllt mit Strohballen und so weiter und so fort. Und hier kann ich dann wieder rausgehen, bin ich schon wieder auf der Straße. Ja, aber ich brauche ja hier nicht allzu viel Lager, weil ich dort drüben eigentlich die Hauptlagerzelle habe, sage ich jetzt mal noch die alte Lagerzelle, die auch immer wieder verwendet wird. Aber trotzdem ist immer praktisch, wenn man so Hallen hat, wo man die Sachen verstauen kann. Dann hier hinten natürlich dann die Tierversorgung, also der Stall. Das ist wieder eigentlich der gleiche Stall, auch war das der große Kuhweide, genau, mit Stall. Also da habe ich wieder den gleichen genommen, aber einfach verdreht. Vorher schauten die Tiere, also die Futterkräpfe, gegen die Straße. Jetzt ist er ein bisschen deplatziert worden und schaut hier drüben hin, zum, ja, wo schaut er hin? Gegen die Berge. Genau, hier vorne habe ich die Milchanlage, also hier kann ich dann die Milchfässer befüllen, um diese dann der Käserei abzugeben. Hier habe ich noch einen großen Überladewagen, wenn ich da je nachdem größere oder größere Mengen transportieren möchte. Hier also Futtereingabe, sei es Gras, Heu, Mischration, Silage, was auch immer. Das die Kühe, dann hier, das ist was? Ah, das Tiermenü kann man hier aufmachen oder Tiere abladen, entladen, je nachdem. Da hinten das Wasser, das kennt man ja von diesem Stall, da ist Standard von LS19. Hier das Stroh, Stroheinwerftricker, hier das, die Gülle, das Gülleloch quasi. Und dann hier noch die Mistauffangstation, die ich immer wieder leeren muss.
Also das mal zu den Kühen. Dann habe ich hier wieder einen Hühnerstall eingerichtet. Die fressen ja nur Weizen, da, somit hat man nicht viel zu tun. Und die entsprechen dann oder produzieren dann Eier und natürlich auch Hühner selbst, die man dann wieder verkaufen kann. Hier zwei Pack Eier sind schon wieder bereit. Ein kleiner Nebenverdienst, klar, man muss Stall und Hühner investieren, aber dann, wenn man die ein bisschen machen lässt, nicht eine schlechte Investition. So, hier auch wieder so ein bisschen eine Ecke, wo so ein bisschen alte Rohre vom Bauen her noch hier stehen und so weiter und so fort. Auch hier wieder Müllsäcke, genau, alte Rohre, ein altes Fass, was wir noch gefunden haben hier. Und dann noch eine alte Tonne, so ein Container, der verlocht war für irgendetwas. Vielleicht vom Vorbesitzer, vielleicht von heute, von uns, ich weiß es nicht. Alte Reifen haben wir noch gefunden beim Abriss vom alten Hof und so weiter und so fort. Also ja, das ist dann die Sammelstelle für Stroh wollte ich sagen, ist eigentlich auch, aber für den Mist. Also alles kommt hierher und wenn dann der Haufen einmal groß genug ist, wie gesagt, Förderband her und dann Mistzetter füllen und das Ganze auf die Felder zetten, verteilen und so weiter. Den hier, den kennt ihr, den Traktor, den hatte ich schon drüben beim Ambach. Habe ich dann gedacht, hier drüben habe ich genügend Fahrzeuge. Statt ein neues zu kaufen, habe ich den hier rüber transportiert. Und der dient hier eigentlich so für kleinere Arbeiten. Zum größten Teil hier zum Futter auffüllen oder Wasser auffüllen. Einfach so kleinere Sachen, aber ein praktisches Fahrzeug für eben so kleinere Sachen und nicht allzu schwere. Hier dann noch die Schweine. Also hier habe ich wieder einen Schweinestall hingestellt. Der gleiche, den ich auch drüben habe. Hier, die haben genügend zum Fressen. Die Klänge, das ist wunderbar. Hier auch Wasser und also Wasserzugabe, Gülleentnahme und den Mist, der wird hier gelagert. Auch hier regelmäßig rausschaufeln und hier auf den Haufen schmeißen. So haben es die Tiere immer sauber. Hier habe ich ein paar Futterreserven in Big Packs. Wie gesagt, ich habe natürlich hier das Lager alles noch leer, plus minus, weil ich nicht für zwei Höfe produziert hatte im letzten Sommer. Von daher muss ich da ein bisschen ankaufen, aber nächsten Sommer werde ich dann das Ganze sicher aufrechnen, damit ich für zwei Höfe sorgen kann. Deshalb habe ich hier noch ein paar Big Packs, wobei die hatte ich ja noch im Lager hier drüben. Von daher kein Problem. Dann hier Futter- und Stroheingabe. Man sieht, sie sind relativ auf dem Trockenen. Die brauchen dann wieder mal etwas. Mal ein bisschen Stall aussaubern, aber von daher alles gar kein Problem. Ja, das ist eigentlich dieser Terrain, also das, was man kennt hier. Das war ja, habe ich alles gepflügt. Alles, was hier jetzt schön grün grasig ist, habe ich alles gepflügt. Geeckt und dann angesät mit grüner Wiese und auch hier die Sträucher habe ich alle schön hingemacht, damit es so ein bisschen ein schönes Terrain gibt. War ja alles mal, je nachdem, was nicht gepflastert war, war auch grün oder so abgefahren und das Ganze habe ich dann nach dem Bau eben gepflügt und dann frisch angesät. Dieses Futter oder diese Kaufstelle hier, die habe ich eigentlich nur provisorisch so mal hingestellt. Die wird dann wieder wegkommen. Eben wie gesagt, weil ich hier drüben im Moment noch nicht so viel Futter und Zeugs habe, Mischration und so weiter, Silage, kann ich hier kurz mit dem Kipper oder mit dem Ladewagen oder mit der Schaufel drunter gehen und kann mir entsprechendes kaufen. Sei es von Stroh über Heu, Gras, aber auch Futter, zum Beispiel Schweinefutter und so weiter und so fort, kann ich hier alles beziehen. Von daher bleibt das noch einen Moment, aber irgendwann habe ich das Gefühl, werde ich den wieder abreißen lassen und so weiter und so fort. Ja, also das ist dieses Terrain. Das da hier, das, wie gesagt, das kennt ihr ja eigentlich schon. Hier unten ist natürlich noch die alte Lagerhalle. Das hatte ich auch noch vorher und hier draußen hatte ich hier Stroh und Heu gelagert, lose. Das habe ich schon mal ins Lager befördert oben, von daher, damit es ein bisschen anders aussieht. Und was ich hier drüben auch noch gemacht habe, ist gar nicht wahr, das habe ich gar nicht
habe ich das schon in einem Video gezeigt? Ich weiß es gar nicht. Ich bin hier unten dran, den Wald abzuhölzern. Also eigentlich hätte das eine neue Zufahrt geben sollen hier. Das war eigentlich mal die Idee, die Zufahrt zum Hof oder zum Hofgelände, dass man da nicht immer den ganzen Kreis machen muss. Aber je nach Fahrzeug ist es dann trotzdem relativ stotzig und steil hier. Von daher holt sich jetzt den ganzen Wald aber ab trotzdem und der wird dann wieder frisch bepflanzt mit verschiedenen Bäumen, sei es auch wieder Tannen und so weiter oder auch Birken und so weiter. Also es wird dann wieder einen schönen Wald geben. Aber hier bin ich im Moment gerade Volldampf dran, diesen Wald abzuholzen, soweit es geht. Und ja, also wie gesagt, eigentlich wollte ich hier die Zufahrt machen, dass man hier direkt von unten nach oben fahren kann und nicht die ganzen, ja, momentan fährt man ja hier drüben um die Kurve, dann wieder hier, dann wieder um die Kurve, nochmal hinten und dann ist man dann irgendwann mal da oben. Ich wollte eigentlich hier direkt drauf kommen zum Hof, aber es wäre dann trotzdem relativ steil gewesen oder ich hätte zu viel umbauen müssen und ja, von daher bleibt es wahrscheinlich so, wie es jetzt ist und ich schau mal, man weiß ja nie, was sich ergibt. Ich habe schon oft Sachen gesagt, das will ich so und bleibt so und dann zwei Wochen später habe ich eine andere Idee und schon ist es abgeerntet oder abgeändert, so muss man es sagen. Ja, meine Lieben, also das mal ein kurzer Rückblick oder respektive ein kleines Update von meinem Hof hier oder von meinem LS19 allgemein. Ich denke, viel mehr wird sich momentan hier auf diesem Hof oder auf den Höfen nicht ändern. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich drüben noch Änderungen gemacht hatte, aber ich glaube nein, sonst werde ich dann in einem anderen Video noch zeigen. Von daher hier mal die Sicht noch von oben herab, also relativ. Ja, sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Alles ein bisschen kompakter. He. Das ist natürlich auch so ein super Map, ein super Mod, den man runterladen kann, dieses Place Anywhere. Also sonst hätte man niemals hier so nah an die Straße bauen können oder die Gebäude so nah bauen können. Deshalb war ja auch dieses ganze Gelände damals hier voll und dann. Ja, das gibt dann immer Fahrzeiten, muss man auch verschiedene Fahrzeuge haben, weil man von einem Ort zum anderen irgendwie hingehen muss und so weiter. Und das ist natürlich sehr praktisch hier auf diesen Höfen, wenn man das ein bisschen kompakter bauen kann, ein bisschen zusammenschließen kann und so weiter und so fort. So, also ich glaube, für dieses Video ist schon wieder genug, schon wieder eine halbe Stunde gequatscht hier fast. Wie gesagt, ich wollte nur mal kurz einen Überblick geben. Jetzt werden dann wieder reguläre Videos kommen, weil ich das Projekt sozusagen für beendet erkläre hiermit. Nochmals, es tut mir leid, ich habe oft gequatscht, vielleicht haben einige schon gewartet auf dieses Ganze. Also ich sag mal so, die Videos kommen trotzdem, das ist ganz klar. Nein, den Namen sage ich nicht. Der freut sich schon seit Wochen. Er streitet schon mit mir, wann kommen endlich diese Videos? Ich habe Ferien, ich habe bla 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 und so weiter und so fort. Ist ein Insider mit einem Kollegen, braucht ich gar nicht zu wissen, auch nicht nachzufragen. Er weiß bestimmt, worauf ich rausgehen möchte. So, also in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich sage nur bis zum nächsten Mal. Neues von Pascal, Dankeschön und Tschüss.